Mein Name ist Erwin Stricker. Ich bin Gründer der Clean Energy GmbH und wir haben in Deutschland jetzt auch ein Unternehmen gegründet, eine Clean Energy Deutschland AG, die sich mit der Umrüstung bestehender Beleuchtungslösungen in Gewerbe, Industrie und im Kommunalbereich beschäftigt. Umrüstung von herkömmlicher Beleuchtung heißt normale HQI-Strahler, Leuchtstofflampen, andere Leuchtmittel auf energiesparende Beleuchtung. In der Regel sind das LED-Beleuchtungslösungen. Ich bin seit 1995 in der Energiebranche tätig, seit 1999 schon selbstständig. Habe begonnen in der Wärmetechnik, wo sich alles ums Thema Wärmerückgewinnung aber schon aus Energieeffizienzsicht gedreht hat. Und hat sich dann fortgesetzt mit einer Produktionsfirma in Hof am Leiterberge, die ich dann in eine Unternehmensgruppe aus Kärnten in die Kyoto AG eingebracht habe. Wir haben dort einen sehr hohen Forschungs- und Entwicklungsetat gehabt, eigene Patente und aus der Vergangenheit hat sich eben ergeben dann, dass dieser Unternehmensteil auch veräußerbar ist und ich habe meine Anteile dann am Unternehmen an der Kyoto AG im Jahr 2008 verkauft. Habe dann mich in den letzten Jahren auf Photovoltaik und Wärmepumpe spezialisiert, habe aber rasch gemerkt, dass das ein sehr begrenzter Markt ist. Als ganz neue Lösung seit Anfang 2014 beschäftigen sich der Herr Scherzenlehner, der Miteigentümer und auch seit kurzem Geschäftsführer im Unternehmen ist, wir uns mit der LED-Geschichte. Da schaut es so aus, dass wir Partner haben auf der Produktseite Philips, auf der Absatzfinanzierungsseite Unikredit und dann haben wir noch einen gesonderten Geschäftsbereich, wo wir Verträge mit Wien Energie haben, wo wir Energiespareinheiten abtreten. Es ist eine nicht dagewesene Business-Situation einerseits, auf der anderen Seite ein unglaubliches Potenzial für die Zukunft, Energie einzusparen, CO2 einzusparen, getrieben durch gesetzliche Vorgaben einerseits, aber unser Engagement ist immer auf gutem Weg, da richtig durchzustarten und haben die Rosinger Gruppe als guten Partner kennengelernt, die uns seit einiger Zeit begleitet. Ich habe unseren Ausflug gleich ausgenutzt, um einen exklusiven Blick hinter den Kulissen zu bekommen. Sehen Sie, was ich dabei erfahren habe. Herr Rosinger, was hat Ihnen an der Clean Energy GmbH gefallen und wie sind Sie mit Ihnen in Kontakt getreten? Ja, also zu Ihrer Frage, was mir an der Clean Energy gefallen hat. Sie wissen, ich schaue mir als erstes immer die Historie des Unternehmers an, beziehungsweise den Track-Rekord des Unternehmers. Da hat mir schon einmal ganz gut gefallen, dass ich gesehen habe, das ist ein Unternehmer, der aus der Energiebranche kommt, der hier entsprechendes Know-how aufgebaut hat. Und was natürlich auch besonders interessant war, es war schon einer, der etwas aufgebaut hat und auch schon entsprechend sein Baby mit einem entsprechenden Gewinn verkaufen konnte. Das bedeutet Erfolg, aber auch das unternehmerische Denken und dieser Instinkt für das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und auf das richtige Pferd zu setzen. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt, der natürlich ein wichtiger Aspekt war, ich habe mir das Produkt angeschaut, beziehungsweise das Geschäftsmodell und habe eines festgestellt. Es ist erstens ein Geschäftsmodell, was durchaus vom Gesetzgeber gepusht wird durch Gesetze. Zweitens, es hat tatsächlich einen umwelttechnischen Mehrwert, weil wenn wir uns das ganze Quecksilber und dergleichen in den sogenannten Energiesparlampen anschauen, das ist in Wirklichkeit eine Zeitbombe. Und das Dritte ist,
auch wenn etwas umwelttechnisch ist oder vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, bedeutet es noch nicht, dass es schnell angenommen wird. Immer eine Kostenfrage. In dem Fall reden wir aber nicht von einer Kostenfrage, sondern wir reden von einem Produkt, was einen wirtschaftlichen Mehrwert bringt, weil es nämlich Kosten spart, also profitabel ist. Das heißt, umweltfreundlich, gesetzlich vorgeschrieben, profitabel. So etwas bekommt man natürlich nicht alle Tage vorgesetzt. Das war das, der Grund, warum wir uns das Ganze ein bisschen näher dann angeschaut haben. Wir haben dann gemeinsam Meetings gehabt, haben diskutiert und haben dann den Finanzierungsbedarf uns ein bisschen angeschaut und haben einen Strategieplan beschlossen. Der erste Teil der Strategie war Finanzierungslinien für die weitere Expansion, die ja sehr, ich sage jetzt, durchaus aggressiv vorgehen wird, diese Expansion, oder vorgehen muss, weil natürlich der Markt auch nach der Lösung schreit. Das ist ja auch ein Thema, der ist ein Großkaliber. Das heißt, wir haben Finanzierungslinien arrangiert für die österreichische und für die deutsche Gesellschaft im Bereich der Vorfinanzierung in der Größenordnung eines schönen siebenstelligen Betrages. Jetzt sind wir gerade dabei, dass wir gemeinsam uns unterhalten über ein Finanzierungsmodul in Form von Mezzaninkapital, also in Form einer typisch stillen Beteiligung, wie wir schon besprochen haben und auch schon telefoniert haben, wo wir als eine der Unternehmen der Rosinger Group überlegen, beziehungsweise auch machen werden, eine Mezzaninkapital-Beteiligung in der Clean Energy zu zeichnen. Und das ist natürlich etwas, es gibt schöne Finanzierungslinie für die Expansion, es gibt ein weiteres Mezzaninkapital, ist gleich zusätzliches Eigenkapital, erfahrene Unternehmer, auch ein erfahrenes Management in Deutschland, es ist dem Herrn Stricker gelungen, hier erfahrene Manager abzuwerben und einzustellen. Und dann ist der nächste Baustein, wir werden Absatzfinanzierungen, also nicht Absatzfinanzierungen, sondern Lager- und Wareneinsatzfinanzierungen beschaffen, also um im Prinzip den größeren Absatz, der sich ergibt durch die Skalierung des Geschäftsmodells, auch im Einkauf entsprechend abbilden zu können, hier Skontierungen generieren zu können, ein Lager vorhalten zu können, um schneller reagieren zu können und den Markt schneller durchdringen zu können. Das ist die Strategie für die nächsten Monate und bisher hat es sehr gut geklappt. Und keiner von uns zweifelt daran, dass die nächsten Monate, nächsten Jahre eine Erfolgsstory für das Produkt und für die Clean Energy werden. Herr Stricker, wie sind Sie mit Herrn Rosinger in Kontakt getreten? Und wie finden Sie seine Vorgehensweise in Ihrem Projekt? Ich habe den Herrn Rosinger über eine Vermittlung kennengelernt und wir hatten vom ersten Moment weg einen aus meiner Sicht sehr professionellen Zugang an die Sache heranzugehen. Wir sprechen hier von Unternehmer zu Spezialist, zu Profi, auch zu Unternehmer. Dinge werden nicht lange diskutiert, sie werden auf der anderen Seite sofort verstanden. Ich hoffe, das ist umgekehrt ähnlich. Es geht dadurch, es geht die Kommunikation sehr schnell. Und speziell im Falle dieser geglückten Finanzierungen, die wir jetzt seit einem Monat circa in Betrieb haben, war das eine komplett andere Herangehensweise, als wir das aus der Vergangenheit gewohnt sind. Also wir haben Erfahrungen mit Banken so, dass du entweder einen Kontakt über Steuerberater oder über sonstige Berater oder über vergangene Kontakte eben hast, dort dann anklopfst, mehr oder weniger dich anstellst in der Schlange und hoffst, in der richtigen Form und Weise bearbeitet zu werden, ohne irgendein Feedback zu bekommen, ja, wo müssten eigentlich die Zahlen sein, wo müsste das Unternehmen stehen, damit es auch zielführend ist. Da war die Herangehensweise ganz anders. Aus unserer Sicht ist abgelaufen, ähnlich einer, ich nenne es mal Ausschreibung, ist sicher der falsche Begriff. Ja, es ist von der Herangehensweise durchaus vergleichbar damit. Also die Situation war eigentlich die, vielleicht für den Zuseher zum Verständnis, wir haben ja verstanden, was das Geschäftsmodell der Clean ist. Jetzt ist aber natürlich das Thema, das muss man auch entsprechend transportieren an jemanden,
der vielleicht sich weniger in das Thema eingelesen hat, der vielleicht ein bisschen weniger Hintergrundinformationen recherchiert hat. Das heißt, wir haben, es war irgendwo gegen Ende April dieses Jahres, haben wir den Auftrag von Ihnen bekommen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, wir haben das einmal niedergeschrieben in Form eines detaillierten Informationsmemorandums, gemeinsam den Kapitalbedarf ermittelt, wie viel braucht man eigentlich, um dieses Wachstum abbilden zu können. Dann haben wir verschiedene Finanzmodule strukturiert und sind drauf gekommen. Eines der Themen ist, man wird Forderungen vorfinanzieren müssen, und zwar in einer entsprechenden Dimension. Und das natürlich auch entsprechend schnell, weil der Markt nach den Lösungen schreit. Weil wenn etwas kostengünstig ist, also Kosten einspart, auf der anderen Seite umweltfreundlich ist und der Gesetzgeber auch schon die Keule schwingt, weil er es nämlich vorschreibt, dann muss das schnell umgesetzt werden. Ja. So, also haben wir natürlich mit entsprechenden Konsortialpartnern, mit denen wir in der Vergangenheit schon das eine oder andere bewegt haben, wo wir auch den einen oder anderen Ansprechpartner sehr, sehr gut gekannt haben, hier die Kontakte natürlich sofort aufgenommen und gesagt, das ist ein Unternehmen, das finden wir spannend. Schaut euch das bitte an, wir würden gerne diskutieren darüber. Und innerhalb von wenigen Wochen, das war dann Anfang Juni, hat es dann mehrere Angebote gegeben. Es war dann die Situation, dass mit Ausnahme von, ich glaube, wir haben 6 oder 7 Kandidaten angefragt. Und zwei war die Situation, die nicht angeboten hatten, weil sie es zeitlich nicht geschafft haben, aber wir haben sowieso 5 gute Angebote gehabt. Dann haben wir gesagt, okay, die lassen wir jetzt alle antreten. Dann haben wir die Angebote verglichen und gesagt, na doch nicht alle, wir laden einmal die Favoriten ein. Und schon in den Verhandlungen war die Situation, wo ich gesehen habe, der Herr Stricker ist der Profi, den ich ihn eingeschätzt habe, hat das Geschäftsmodell entsprechend rübergebracht, hat auch Leuten, die von dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette wenig verstanden haben, erklären können, was ist zum Beispiel ein Energieeinsparungszertifikat. Warum kann man das in Rechnung stellen? Warum hat das einen Wert? Ja? Und die CO2-Zertifikate seinerzeit hat schon der Großteil nicht verstanden. Das ist jetzt noch einmal eine Dimension komplexer. Aber die haben es tatsächlich verstanden. Okay, die Besprechungen waren wirklich oft 4, 5, 6 Stunden. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages war die Situation, Ende April den Auftrag bekommen, Ende Juni 2 Finanzierungsverträge mit in Summe 1,5 Millionen Euro Linien unterschrieben gehabt. 1,6 sogar. 1,6, ja. Jetzt sind wir gerade dabei, eben die Finanzierungslinie, sprich das Mezzaninkapital, wo wir dann unseren Part im Zuge des Konsortiums machen, auch zu diskutieren, ein bisschen anzupassen, die Verträge dann auch zu unterschreiben. Und dann werden wir noch den Wareneinkauf optimieren, indem wir an Wareneinkaufsfinanzierer herantreten und sagen, hey Freunde, wollt ihr nicht in unserem Konsortium dabei sein und euren speziellen Part übernehmen? Auch dort haben wir natürlich entsprechende Finanzierungskontakte, muss man auch dazu sagen. Wir wissen auch schon von dem einen oder anderen der Forderungsfinanzierer. Also ich denke jetzt zum Beispiel an unseren skandinavischen Konsortialpartner in dem Fall, der ja auch schon angedeutet hat, naja, wenn ihr dann das mit der Wareneinkaufsfinanzierungssache macht, da würden wir gerne auch dabei sein. Wir können uns vorstellen, dass wir da auch was machen. Und das ist eigentlich die Herangehensweise. Das heißt, professionell das Unternehmen darstellen, auf professioneller Ebene zu verhandeln. Dafür braucht man natürlich auch einen Unternehmer, der in der Lage ist, das Ganze entsprechend rüberzubringen. Das geht nicht mit jedem Unternehmer. Der muss Erfahrungen haben, der muss sein Produkt kennen, der muss das fachliche Know-how haben, der muss auch die Persönlichkeit haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch kombiniert mit unserer Vertrauensposition, die wir im Kapitalmarkt haben. Viele kennen uns aus Transaktionen in der Vergangenheit. Und das zusammen ist natürlich die Geschichte, aus der dann die Erfolge geschrieben sind. Ja, also ich kann es für mich so zusammenfassen, mehr Effizienz geht nicht im Zusammenhang, wie schnell das und wie professionell es durchgelaufen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn es so weitergeht, dass wir eine Partnerschaft haben, die nächsten 20, 30 Jahre noch, wer weiß, was für Projekte und welche Ideen wir noch gemeinsam haben. Also ich habe den Herrn Rosinger und sein Team so erlebt, als ob die
ins Unternehmen reingehen, fast wie zur eigenen Mannschaft gehören, in der Phase, wo es wichtig ist, sich dort massiv schnell und kompetenter Bild machen. Ja, ich kann das nur sehr positiv schildern. Was vielleicht, glaube ich, auch interessant ist für die potenziellen Zuseher. Wo sehen Sie die Zukunft oder wie sehen Sie die Entwicklung der LED-Technik auf der einen Seite und des LED-Marktes in der nächsten Zeit? Weil ich sehe das extrem spannend und ich glaube, es ist den meisten Zusehern noch gar nicht so bewusst, was ist alles möglich, beziehungsweise wie kostengünstig ist das Ganze. Und viele Unternehmer wissen gar nicht, es gibt da Lösungen, wo sie vom ersten Augenblick an Geld sparen, aber keine Kosten haben. Das heißt, sie haben im Prinzip die Möglichkeit der Finanzierung. Ja, vielleicht erkläre ich das kurz. Bitte. Es gibt einmal grundsätzlich zu jedem herkömmlichen Produkt ein Pendant in energiesparender Ausführung. Also der Markt ist so weit und die Produkte sind so weit und das jetzt schon seit genug Zeit, dass man sich auch auf die Produkte verlassen kann, dass man einen 1:1 Ersatz eines Leuchtmittels machen kann. Also nicht nur Leuchtmittel, sondern auch die ganze Leuchte. Ich nehme jetzt einmal hier eine Hallenreflektorleuchte, die ersetzt wird durch eine LED-Reflektorleuchte. Dort ist es so, dass die Einsparungen so hoch sind, dass sich beim durchschnittlichen Industrie- oder Gewerbebetrieb, Lagerhallen, Logistikbetrieb, sich eine Amortisationszeit abbildet von ca. 1,7, 2,3 Jahren, abhängig von der täglichen Brenndauer und vom Wartungsintervall. Die Amortisation setzt sich eben zusammen aus deutlich niedrigeren, also oder die Basis dafür sind deutlich niedrigere Energiekosten. Da ist es so, dass du auf einen Schlag an dem Tag, wo du umrüstest, sofort einmal mindestens 60% einsparst. Und dann halten diese neuen Produkte auch wesentlich länger. Also wir mit Philips verfügen über eine Garantie von 5 Jahren. Das muss sich einmal ein Hersteller trauen, auf ein Produkt so lange Garantie zu geben. Und wir haben da halt einen Partner, der unglaubliche Summen in Forschung und Entwicklung setzt und die Produkte testet und sicher nur mit Produkten in den Markt geht, die das auch standhalten. So, jetzt haben wir mal auf der einen Seite, was trägt er noch bei zur Amortisation? Natürlich die Investsumme. Die Investsumme ist mittlerweile so attraktiv, dass es sich einerseits genauso lohnt, die Produkte zu kaufen, in die Anlage zu übernehmen oder auch die Produkte zu finanzieren. Und wir sind eben in der Lage, mit der Partnerschaft Unikredit, mit der Unikredit Leasing im Konkreten, bei zum Beispiel einer Amortisationsdauer von 2 Jahren, eine Leasingdauer von 3 Jahren, zu machen und somit ist es möglich, aus der Energieeinsparung und aus der Wartungseinsparung diese, ich nenne es einmal Finanzierungsrate, zu zahlen. Das heißt, ohne einen Cent selbst in die Hand zu nehmen, ist es möglich, eine ganze Betriebshalle mit 1000, 2000, 3000 Neonröhren auf LED zum Beispiel umzurüsten. Und das von mit uns bei Clean von der Urkonzeption, also von der ersten Sekunde weg, wo sich der Kunde damit auseinandersetzt, bis hin zur schlüsselfertig montierten Lösung. Herr Stricker, wie sehen Sie den Wachstum Ihres Unternehmens in Zukunft in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Herrn Rosinger? Also wir als neu gegründetes Unternehmen aus 2014 haben halt die große Herausforderung, dass wir bei Lieferanten keine Einkaufsrahmen bekommen, solange wir nicht entsprechende Zahlen abliefern können. Und auf der anderen Seite müssen wir die Kunden Zahlungsziele erfüllen können. Und wenn man so extrem wächst, wie wir das jetzt in den ersten Monaten tun oder in den letzten Monaten tun und dann wenn das in dem gleichen Maß weitergeht, dann haben wir einfach einen enormen Finanzierungsbedarf für die nächsten, sage ich mal, 1,5, 2 Jahre. Das ist natürlich dann in Zukunft abnehmend, weil durch die Margen dieser Produkte oder die Margen in diesen Aufträgen das in Zukunft aus dem Cashflow passieren kann.
Und das übersteigt aber jegliche anderen Finanzierungsmöglichkeiten über normale Bankkreditrahmen. Das geht einfach auf die Art und Weise nicht zu finanzieren bis dahin. Ja. Das schneiden wir dann weg, ne?